Einen wunderschönen guten Bonjour gewünscht. Also, ich fange mal mit Umat. Also, wir sind dann Lorem Hai. Wir gehen dann gucken für. Ja, der tut dann das. Ja, wir machen nicht Schlingendorntal. Wir gucken nicht den. Nicht den. Das ist schon zu den Toten. Toten, keine Stoß, ja. Und was noch etwas? Ahoi Brause! Ahoi Brause! Die Lieferung, die will ich auch so gewusst aus. Ja, die Tote sind hier am Gebiet. Dann haben wir da Schrecken, Durchfallstrecke, Dünnenbrecher. Oromo, Oromo. Ach, okay, ich weiß, wo das ist. Das ist das. Do, ne, Vandalo Highland, do, das du hast dat. Und das machen wir nicht. Wir gehen nur etwas anderes machen. Ich sehe mal nicht so, ob ich an der Session hier die Quest zu Algo fertig kriegen, weil es kann ein bisschen mehr lang dauern. Aber wir versuchen mal. Und die anderen do, die Toten, do, die lassen wir einfach, weil. Ja, ich will einfach mal etwas anderes machen. Ja. Ich hatte ja schon erzählt von meinem Pile of Shame für eine enge Woche bei mir sind da hier. Die merkt, ich hole regelmäßig ab. Ich mache nur vier Produktionen. Viel, 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 vier Produktionen. Moment. Kaffee. Ja, und dann, weil nämlich. Mein Account noch so 2 Minuten lebt, dann ist es basta bei mir. Wie gesagt, dann spiele ich auch nicht mehr weiter, weil dann habe ich definitiv den Schlussstrich gezogen für mich. Und dann, also ja. Ich mache vielleicht noch den letzten Stream, wo ich dann loslos ausfaden und dann war das auch. Ja, ich muss noch alles erst aus der Briefkasten rausholen, ganz wichtig, weil sonst, du weißt ja, wie das. Ne, das ist aber nicht das, was ich eigentlich hier so wollte, umquaken. Das ist ganz ernst, das. Ihr könnt euch erinnern mit dem Pile of Shame, wo ich schon gesagt habe, wo ihn hört, dann hier und da. Ich habe noch einen kleinen, also einen kleinen Pile of Shame. Ja, das ist ein kleiner, das muss ich raus. Und da habe ich rausgefunden, weil ich nicht schlafen konnte, wie es wert ist, gehst du einfach mal den Dinge spielen. Aufhängen, den New Colossus. Wie heißt denn den Wolfenstein 2. Das neue Kollisionen. Ich hatte eben so ein bisschen Zeit gehabt, so an hier und da schon ganz, ganz einfach gespielt, weil ich schon schön gemütlich will spielen und nicht so durchhetzen und bla bla bla, palim palim, das sieht man so nicht. Und ja, und ich 2,5 Stunden gegangen. Ja, ich konnte nicht so richtig schlafen. Mein Dschungelcamp war nach dem Abholen, weil ich mich Pause machen will, skippen und hier und da geht mir schnell. Und du hast mal so bald 3 Stunden dran gehangen. Schon die internationale Version, ich kann nicht auf Deutsch stellen, aber dafür haben sie umgedrehte Buddhisten das Spiegel verkehrt an Licht geneigten Buddhisten Zeichen vom Sonnengott, vom Buddhismus. Mit rotem Hintergrund, aber dann weiße Kreis dran. Du hast gesehen, dass der Tisch wie der Entwickler eigentlich das Spiel gemacht wird. Ja. Und da habe ich einfach festgestellt, schon du nach Spiel, was ich immer schon mal spielen wollte, und ich meine, das Kind zu gut, wenn ich eben die heutigen Reihe komplett fertig schon, Kind dazu gut eventuell mein nächstes Let's Play Reihe gehen. Tropico Feuer. Ja, ich weiß, das in allen Spielen das an der Reihe. Ich wollte das schon immer spielen, aber das wäre am optimalsten und am geilsten, wenn du tatsächlich in einem Stream spielst. Nicht an einem Stream, an einem Let's Play so. Wie geil ist das dann? Ehrlich gesagt, ich fahre das los schon. Also, ich weiß schon mein nächsten Projekt wahrscheinlich, okay. Wo schon. Kann ich die? Ja, die kann ich auch machen. Nice. Nicer, nicer. Also, ich kann sie hier killen. Und nachher die Küste noch machen. Boah, ey, das geht so, so geil geht das. Komm, Leute, auf der Fort. Der Toten, viel zu killen. Ah, cool, wir haben schon einen Hitty-Crew. Ah ja, sind Hitty!
Dann haben sie Schrott nicht Hitti. Da Hitti als die Version von kleinem Hut. Dann haben sie Hitti. Das verstehst du nicht. Das sind Hitti! Oh, so gut Schlosskacken. Schurkentagebuch verschlossen. What? Zu nieder. Schurkentagebuch. Holla die Waldfee. Holla die Wehfalt. Ja, das friert mich. Piraten der Südsee Dingsbums töten. Guck mal. Was ist denn schon noch für geklatscht. Hi. Mach mir gefallen. Guck, du Osappes. Du Osappes einfach Osappes. Mach mal Aua Aua drüber. Ich muss mal mein Klinge mit Aua Aua machen. Also, mein Ziel ist also tatsächlich, ich hoffe, dass ich bis ob die Leute bis ob 60 trotzdem noch abbringen, ihr Job halten. Ich versichere tatsächlich. Außer könnt ihr irgendwie, wo seht, ja, komm, ich bezahle da, nein, ich und kriege ein Giftquad von mir, bla bla bla, palim palim. Nee. Nicht wirklich, nicht wirklich, nicht wirklich. Weil Server sterben aus. Server sind schon um aussterben, das hat schon so eine ganze Sache, aber da sterben sie auch mehr aus. Und dann Geld an den Tod des Spiel ranzudrücken. Hin. Okay, ich weiß. Und ich habe keine Lust. Und ja. Ich wollte eigentlich schüsst Stahl-Stahl-Dieb machen. Kann ich hin, Stahl-Stahl-Dieb machen? Ja, und da sowieso viel zu viele Leute haben dann River gehen. Und ja, das wird dann absolut glatt, aber okay, wert mehr für mich, irgendetwas weiterzumachen. Und ja. Ah ja, und etwas, ja, ich will nicht mit dem selben Thema da rings, das bringt nicht. Etwas, wo ich halt gelesen habe, ich weiß nicht, ob Blizzard das Lusche rückgängig gemacht hat, wie die kleinen Pussy an die sie sind. Die mir geschenkt relativ toxisch und aggressiv zu gehen, gegen die Pussy an die sie sind. Ja, da sind da Leute, die beschweren sich, wenn sie hier Timeruns machen, gell? Und dann Platz, dass sie ein Kist voller Loot an Items kriegen, gell? So viel, wie sie nimmer drohen können. Und Blizzard hat drauf gesagt, ob Talchen oder irgendwie an dem Dingen, gell, dass die Leute Mana kriegen. Aber viel, viel Mana um Mana, als mir Atuka, sie kriegen Mana. Und da sind dann die Leute und da fängt so ohne kleine Pipi an Box, sie kriegen ein Drips. Wo ich mir dann denken, ja, das ist an der Reihe. Das war der Artikel hat Buffett geschrieben und da habe ich dann geschrieben bei Buffett. Was ist besser? Nee, ich hatte so gefragt. Ich würde das Leute beschließen, wenn es zum Loot gehen und nicht wenn es zum Zusammenspiel, wenn es zum Gruppenspiel, respektive wenn es zum Spaß. Gell? Oder für sich können zu verbessern. Natürlich du für gewisse Ragun, die gucken, für den Stand zu verbessern. Also Sachen. Nee, aber das meinen die Leute nicht. Und dann habe ich noch drin geschrieben. Tut kein, ich habe es so geschrieben, oder ich like ihn. Fand ich ein bisschen schwer. Und schon nach drinnen geschrieben, ja, stellt am besten in Händler an geil, in NPC an Tabstadt bei Sachen einfach so gut, egal wie ein Tierteil oder wie ein Waffen. Ganz einfach. Und das ist das Verhalten von den Leuten. Und das ist definitiv das Verhalten von den Leuten, wo ich aktuell gesehen. Die Leute, also bringt mal Lohn nicht mehr. Ja, die Leute sind einfach so, guff, 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 ich will aber nichts dafür machen. Wenn ich etwas dafür machen will, will ich am besten 5 von 8 Dealer. Minimum. Am besten 8 von 8, weil das noch am besten ist. Ganz einfach. Und das prangern schon, und das mache ich. Klassik. Und ganz einfach. Dass die Leute eben so.
So und einfach nur mal das tatsächlich nicht so bisschen gemengt. Ja, komm. Ich muss eigentlich beklauen. Hier. Ja. Ja, und wenn die Leute eben so dumm gehen, dann immer lootgierig sind und heuern so. Sorry. Das Retail. Und Hand auf Herz. Burning Crusade geht nicht besser. Au contraire, Burning Crusade geht noch mehr schlimm. Und dann. Dann wollen wir einfach dann. Ja, mein nächster Baby, wo ich dann gerne spielen gebe, das fährt dann. Dann. Wars of the Lich King. Die geht gerade so. Die geht sogar noch mehr schlimm, weil du Gears gar rackend. Aber die gebe ich tatsächlich im Spiel an das. Aber rum bis ein gewisser Punkt und dann wird bei mir auch da ausgelutscht. Ja, wo ich dann vorstellen. Muss ihn. Soll ihn. Ja. Ja. Nehm mir aber die Lutke von den Leuten geht noch ein bisschen auf den Sack, ehrlich gesagt. Aber ich muss aber Lut rein. Du musst aber nur so spielen, gell? Du musst die Skill umholen. Moment. Das wird paradox. Puzzle mal ab. Die Leute hätten ja gern für hier Sachen, gell? Eben für ihre Gier oder für ihr Spielstil eben die besten Sachen. Gut. Die meisten Leute lassen, nicht alle gehen, aber die meisten, lassen einfach keine andere Meinung oder keine andere Skillung, neben ihrer Skillung zu. Gell? Da sind wir auch hier nach eins. Das heißt, meine Skillung ist die einzige richtige Skillung. Und genau weil du am Geld steht, gell, muss Schiffrin so spielen, egal ob es dir da gefällt oder nicht. Ja, es sind nur andere Meinungen. Das ist mein Spiel, ich gehe Geld dafür aus, da spiele ich mein Charakter wie ich will und nicht wie du willst. Du fängst schon mal an, gell? Aber dann wollen wir dann mal ganz einfach schurken, gell? Und da können schurken und da seht ihr, ja, Schwerter wären auch total cool für mich. Weil Jeffrey Schwerter spielt als Schurke, gell? Gott bewahre, wenn irgendein Deutsche spielen will als Schurke. Wo kommen wir dann da hin, wenn ein Deutsche spielen will? Genau, und dann könntet ja mit, du musst dann tatsächlich eben die an die Schwerter holen, bla bla bla, am besten nach Thunder Fury. und dann ist es so, gell, da musst du Lieder holen, und da könnte Krieger so, Moment, ist es besser, du hast Schurke, du spielst Dolch, du hast extra Skills dafür, was hältst du von, außer denken total, nee, an dem Guide steht, dass das genau so ist. Und geil. Loot ist frei für Schifferin, also dann ist noch viel mehr Stoh. Ist alles richtig. Oh, hier können wir Kirschen aufmachen. Das ist richtig, da gehen stehen Leute auch recht. Aber, dann könnt dann ein Krieger, da würfelt, dann bleibst du. Bleibst du stehen. Geil. Dann da könnt dann ihr Krieger, da würfelt den ob Liedersachen. Ja, aber wie kannst du nehmen? Die versteht die Sache mit den Waffen. Ja, aber kannst du nicht vergleichen. Doch. Wenn ich nur verschiedene Krieger gehen, kannst du auch so Sachen holen. Und da könnt ihr ein Schurke, wo Deutsche holt, gell? Und dann droppt ihr einen so richtig geilen Dolch, gell? Wo Deutschen droppen relativ selten. Und dann könnt ihr einen Kackkrieger, könnt so, du musst Bedarf drauf machen. So. Und dann denkst du so, ja! Alles richtig verstanden. Alles richtig. Du weißt, wie es geht. Du weißt, wie es geht. So, nee. So lootgeil sind die Leute. Wo ich mir denke, so, boah, ich sprang einfach an die Sonne. Das ist so schwer. Ja, aber dann.
Das für die Leute eben das so legitim. Das ist auch legitim. Aber keine Meinung hier mit mir, gell? Du sollst aber genau den BAM spielen, wo ich auch spiele, weil den ultimativen BAM aus für zu spielen. Aber um Gottes Willen, guck nicht, dass du mal irgendwie Loot wäschelst, gell? Gell, anders sind den ersten, wo du Loot kriegst, und wann ich dann. Gell, wenn ich bei Loot breche, nehme ich Matze und dann geht es dann im nächsten Charmat. Und dann gucken, dass da stehen ausgeschaltet. Und du dir aber auch Kinder Loot von mir holen. Geht mal tatsächlich so viel, dass die mich leise so sind. Und das Problem ist, ich gehe mir oft bestätigt, dass es tatsächlich so was wie nicht. Und ich fand das ein bisschen. Ut. Ich fand das ein bisschen schuld. Guck mal, durch in der Schrift. Und du denkst, es sind noch tatsächlich Haut ich abholen, stark am Gang zu überlegen, ob ich generell nach Fast Trade soll gehen. Schon absolut gut, keine Lust drauf. Ich bin immer um die Kackspasten dann dort zu gesehen, mit ihrer Attitüde, wo sie holen, wo mir so richtig fett auf den Sack geht. Drehen ich mal immer Schrift, merci. Wo mir einfach so richtig fett auf den Sack geht, wo ich denke, nee, vergiss es. Gut. Na komm, gehen wir ran, du waren heute auch danach. Ich war nämlich auch die Arbeit da und da. Und sie sind gerade am Gang rumzulaufen. Das gefällt mir, weil ich da nämlich ein, zwei Kilo muss, zum Beispiel hin da. Dann der Bäs. Dann kommt Matt. Das ist aber eine Reihe. Weil ich eben just hin heute Kilo gehen. Voll. Ich werde tot, Mann. Und ich werde noch Matt holen. Du gehst weiter. Weil ich ihn noch brauche. Gut. Feuerbar erledigt. Ach lol, die dort in der Woche. Gut, hier leben. Leben meinst so wie leben so an der Dote. Gut, gut, hab's getrunken. Weil ich hab's gehört, hab ich ab. Mal schon E-Quest fertig. Jo, ja, das Stadium. Ich wäre wirklich froh. Ich schreibe einfach mal dran, ob der das auch so sieht, respektive auch an einer Spieler. Sind wir zählen an einer Spieler, geht das auch für die Leute dann eben just nach Loot Gear holen, haben eine Loot wollen holen. Stimmt halt so, aus der App ist fertig, mal so abbilden. Ich weiß es nicht. Könnte man ja mal schreiben. Ob ihr das auch so sieht. Und ich ziehe die Einzelnen nur raus, weil ich will dat, die Tata da haben nicht auch noch matt kriegen. Komm mal hin. Die zwei Einzelnen, du kriegst halt das, kein Problem. Durch schnellen Spinner-Rooney-Move. Und dann, komm, setz mal ein paar Dinge drauf. Dann. Na, Südsee, gut. Ja, wie gesagt, schreib noch mal drin. Von der Welt natürlich, von der Welt, das ist auch nicht schlimm. Ob der das doch so sieht, was die Leute an anderen Spielern. MMO sind doch relativ ein gutes Negativbeispiel. Ich gebe so ein gut Positivbeispiel. Ne, in dem Fall sind MMO ein gut Negativbeispiel, weil. Ja. Okay, einer Spieler, wo da Sachen, wo die Leute Glitches benutzen, für Sachen zu kriegen, und hier und da. Ja. Oder aktiv Bugs benutzen. Ja, das. Beim Singleplayer-Spiel verstehe ich sogar auch noch.
Gehen wir die Uffi hin, Heimat. Ja, nee, als Singleplayer-Spieler verstehe ich dir nach. Wenn du irgendwie cheatest oder irgendetwas musst, das ist ja kein Geld, das ist dein eigener Spielstand, gell? Wenn du etwas verhunden oder Footy musst oder irgendetwas an dem Dingen, das ist egal. Wenn ein Entwickler da dazwischen kriegt, teilweise, ja. Etwas, was ich aber nicht verstehe, wenn die Leute eben Glitches, Hacks oder so Sachen benutzen für Speedruns. Und das fand ich extrem armselig. Du willst ja wissen, was du kannst, und dann weißt du, die Leute, guck mal, ich kann einen Glitch ausnutzen oder den Bug ausnutzen, dass ich übertäuschend oder Film von dem Spiel skips und dadurch dann als starken Ololol gilt. Was ich persönlich davon erhalte? Nicht. Weil das ist relativ assi. Und wenn die Leute dann tatsächlich da so sagen, oh, guck mal, oh, schon dann das Spiel an so einer Zeit fertig, gut, wo ich da denke, so, what, das geht doch gar nicht. Wie will denn das gemacht haben? Ja, und dann stellt sich tatsächlich raus, dass die Leute, das mal kein Cheats benutzen. Sie benutzen einfach Bugs und Glitches. Ja, wir gucken mal, oh, wir sind aber so schnell fertig. Nee, das ist nicht Sinn und Zweck von einem Spiel, sorry, das ist. Von einem Speedrun schon gar nicht. Ein von den besten Beispielen hatte ich sogar schon mehr wie einmal genannt. Von den besten Negativbeispielen, was das auch geht, als Final Fantasy. Final Fantasy 7. Das ist ein von den besten Negativbeispielen, was das auch geht, weil. Bring dich auch mal in eine Richtung. Weil dann du könnt da das Ganze so weit skippen, dass da am Ungoro-Krater an der am Nordkrater rauskommt. Und der übersprangt nur Midgar, gell? Wo da eben dann durch die Höhle du geht, wie bei Frau Condor, nur Shinra Beta. Ich übersprang da so viel, gell, dass sie, sorry. Du kannst mal nicht dazu sagen, guck mal, ich bin nicht, oder? Nee. Ich bin die Final Fantasy, ich weiß nicht, wenn er 15 Stunden fertig kriegt, du stimmt eigentlich nicht. Du stimmt eigentlich nicht, das kann nicht sein. Du kannst Final Fantasy nicht ändern, an gewissen Dingen fertig kriegen, das geht nicht. Ich meine so 45 Stunden, manchmal ist es machbar. Kriege ich die Lohei gekillt? Oh ja. Kriege ich. Ich gebe so, das wäre sogar machbar an so einem Bereich. Mit 50 Stunden, manchmal. Ich meine, das machbar, da müsste manchmal aber gut keine Nebenmission. Da gehst du straight durch Dinge und hat ganz, ganz viel Chance. Und? Schon über 200 Stunden habe ich auf Final Fantasy da gestochen. Auf der Playstation, an dem Spiel. Ich kann so gut bei mir gucken. Ich kann ja gucken, habe ich schon auf Finale Fantasie. Wie viele Stunden ich insgesamt tun? Schön spiele ich schon eigentlich ja so durchgespielt durch den Dingen. Hochheisen Köst, also muss ich ein bisschen killen, vier Köst zu kriegen.
Okay. Wir müssen hier mal herauslocken. Hin oder hat. Ja, respektive hier nochmal für die Tische wegbringen. Boah, die Kosten für Lockpicking. Final Fantasy. Also. Für mein normalen Spielverlauf, gell, wo ich gespielt habe, ohne zweite Speicherstand, ja, wo ich aktiv über so viel gespielt habe, weil ich schon ans Frust, und ich 211 Stunden. Und das war tatsächlich eben dann eigentlich eine komplette Let's Play gewesen. Und habe ich tatsächlich gemacht, ja, für den Dingen, ich weiß mal gut, wie weit ich den gemacht habe. Aber du könnt da rechnen, dass du da aber nicht so viel Zeit noch drauf könnt. Wenn du da. Ach, ey, fick dich doch einfach, du Dreckshauer, der ist der Boss. Komm mal hin. Ja, du kannst vielleicht ein bisschen drauf rechnen, eng. Komm. Mal nicht 3 Stunden. Sollen wir einfach mal rund 200 Stunden. Anders sind nicht durchgerusht. Ich habe nie eine Mission so weit wie mich alle gemacht. Und ich bin nicht allzu exzessiv an Dinge rangegangen, an Matthias. Weil zum Schluss habe ich ja eigentlich praktisch alles weggesetzt, Madrid der Runde. Könnt Let's Play ja gucken. Wo ich den Schokobo, den Dingen, den goldenen Schokobo mal geholt habe. Und das war relativ easy. War das. Das war, ich habe noch keine 3 Stunden gebraucht. Geil, und da kann der können rechnen. Geil, dass das eben, ja. Wie gesagt, könnt ihr Statue ausrechnen. Was schon Darius Groot mit große Lehre und alles. Schon nur tatsächlich ein Groot. Groot. Ich wollte eigentlich durch die Bitzen, aber ja, wenn es nicht wollt. Okay, dann gucken wir mal. Schon. Komm mal hier. 36 Erfolge hundisch. Das fiel das. Komm. Blenden. Spandagieren. Huh. Ja, aber ich muss auch relativ viel gegrindet, wenn ich an der Retrospektive gucken. Also, Erfolge zum Beispiel. Ende von Teil 1, Ende von Teil 2, Spiel beende, schließe Final Fantasy 7 ab. Höchste Stufe eines Chars Level 99. Das hat schon so lange hier. Holla, die Waldfee. Schwertwirbel, erhalte Clouds letztes Limit. What the fuck, ich war da tatsächlich geholt. Wow. Okay, was ist da ein bisschen nur die Tropfen und Start gemacht und. Ich muss. Zwei Sonderei, ich brauche keine 3. Hier stirbt Flo, an dem es wo fortlebt, gell? Was hat man noch? Ja, dem Barrett sein letzte Limit, dem Tiefer sein, große Leere, vom Aeris, dem Yuffie sein, dem Say Sips, oh Gott, Gott sei Dank, wann ich den Namen schon so kriege, ich habe es ohne Scheiß. Längst schon wann ich den Namen so ein Say Sips kriege, ich habe es. Das Chaos, Honisch, Groot, schon Highwind, schon Zero Bahamut, Neo Bahamut,
Behauptet 0, der das, ja. Diamond Weapon besiegt, Vincent und Grob Yuffie, Goldene Schokobo. Oder Schokomok. Ah, okay, genau das wollte ich. Toten. Gut. Was zu meinen People in the House? Dockarbeiter brauche ich noch. Viel Dockarbeiter, ne? Räuber der See. Okay, der Hund ist doch schon nochmals. Aber ich kann ihn vielleicht ein kurz benutzen. Dann hin, das auch See. Räuber der See. Ich habe noch nicht gesehen. Ratten der Pier. Komm ab. Guck mal da hin. Dass ich ausholen kann und dann. Das ist gekillt. Das ist. Mutangriff, der nächste Feuerball. Ja, generell die Limits, alle guten. Ja, Limits vom Dinge gewandt, Würfeln, erstes Limit. Gut, dann haben wir weiter nach da. Startet die Kampfarena. Startet in die Kampfarena ein Kampf, wunderschön. Wir müssen so Algenheim beklauen. Das ist also die große Goal. Warte, okay, gucken wir mal weiter. Was tun wir danach? Nee. Also, sammle 99 Millionen, 999.000, das ist krank. Da tun ich zum Beispiel nicht. Schon Ultima Weapon nicht gegangen, okay. Ich tatsächlich Stadt nicht gemacht. Ich als kleiner Perfektionist schon Ultima Weapon nicht gemacht. Das stimmt mit mir nicht. Schon Ultima Weapon nicht gemacht? Okay. Das ist ja vieles Fusch so machen oder nicht machen, aber Ultima Weapon nicht zu machen. Das könnt ihr einem Startstreich gleich von Start gemacht haben. Rubin-Weapon? Ja. Ah, okay. Ich weiß, wer stehen. Wer Rubin-Weapon nicht gemacht hat. Ich war zu faul. Ich war einfach zu faul. Das war ein bisschen mehr Investition gewesen. Und übrigens von den. Pferdespiel, weil muss ich noch mal machen. Das war das. Smaragd-Weapon habe ich auch nicht gemacht, Meister-Regel mit Materie habe ich auch nicht gemacht. Also die groß optionalen Sachen habe ich ausgelost, ganz einfach, Punkt. Und schon trotzdem ganz viel Zeit angestacht. Du denkst, wenn ich sage, ja, ich bin 100%, ich bin nicht fertig, so. Und ein Speedrun, ja, das andere. Du bist halt fertig und ein Speedrun, passt schon. Das andere. Gucken, denke ja. Da hinten, da ist etwas für euch. Gut. Ihr werdet beide rausgeklaut. Gut. Ja, das ist zum Beispiel Final Fantasy. Oh, ihr verpisst euch doch einfach von da. Geh da, wo der Puffer hin. Geh, wo der Puffer wiest. Wo ist der Puffer überhaupt? Wahrscheinlich ganz, ganz weit weg. Was tun wir dann da? Die gedockten Arbeiter, okay. Okay. Und mache mein Köst, wo wir Knopf machen. Freude an die Ode.
Tode, Tode, Tode. Freude an die Ode, weil sie haben ja viele Tode. Up. Ja, wie gesagt, Speedruns. Verachtende Leute, die Speedruns machen, nee, um Gottes Willen. Verachtende Leute, die Speedruns so machen, dass sie Glitches an Hacks benutzen, ja, definitiv. Oder Bugs, oder. Nee, sorry. Ich meine, Super Mario 64 oder ich habe es als von den besten Beispielen, was da geht. Naja, das Ming sinnlich. Meinung. Amat sinnlich, meine Speer sinnlich. Stone. Klauen. Killen. Na, der Problem ist, ich spreche noch pur Seemannshit. Die kriegen schon so einfach. Hey? Hm? 3, 2, komm. Lauf, 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 lauf. Räub von Seer. Not for Schwadrat. Okay, guck mal. Domradas hab ich geseiste dat. Oder dann kannst kurz dann holen wir hin, habe ich vielleicht. Dann machen wir schnell Zigzag. Ah, meine Waffe sind nicht mehr. Gut. Oh! Du mal ihr Bot. Die Quest. Ne, wir sind ein bisschen zu low für die Quest zu machen. Das könnte nämlich ein Quest. Leute, die spielen keine Wüsse, wer ein Quest hat, als. Die kriegen wir so noch nicht hin. Das geht. Bisschen. Das geht ein bisschen tricky, geht das. Tricky. Tricky, tricky, tricky. Komm, auch die tut da noch mal. Moment, machen wir das so. Mit den Tonnen fehlt hier Stopp. Den können wir hier sicher abgucken, was da dran ist. Get tricky, 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 tricky. Oh, Blitzstahlpulver. Oh, das ist gut. Das brauchen wir sogar. Halt mal ab. Mal noch verschlossen. Immer nicht ab. It's a love. Okay, tricky. Tricky, tricky, tricky. Guck mal, du. Genau du zwischen das etwas. Gesehen das nicht? Ja. Gesehen das nicht? Ach, mistiges Ding, da wird wahrscheinlich schon eine Finte gewesen. Ah. Eine Ablenkung. Lauf, 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 lauf! Ich hoffe, vergiss mir Waffen zu schärfen. Der war mir nicht geschehen. Gut, haben wir dann auch logisch schon. Brauchen wir schließlich noch Dockarbeiter. Und ich hoffe, trotzdem Waffen noch schärfen. Brauchen wir noch die gottverdammten Hits, du. Hier schon muss ich noch viel killen. Ja, wir sind auch schon bald fertig mit nachher am Gangen. Die Sache nach und jetzt bedrohen. Gehen wir mal rauf zu gucken. Der Doc und dann ist man trotzdem mal etwas, für das wir als Leben mal ein bisschen auffrischen können. Das wäre tatsächlich, wenn da an einem Kampf schwer verletzt geht, gell? könnt ihr einfach etwas essen. Gell? Und dann kriegt er am Leben rum. Aber wirklich innerhalb von ein paar Sekunden so. Das wäre so nice. Das gibt mir Spaß, wenn das so am richtigen Leben funktionieren.
ich meine aber nicht, dass das so funktioniert. Ich weiß es mir schon, aber so eine Ahnung, dass es das nicht um richtige Liebe geht. Okay, du hast wieder standen. Ich kann da wieder klauen. Oh. Ich will Hand, ich kann an dich killen. Ha! Halt noch nicht. Und Stealth, auch im Weiter. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich hatte am Spiel heute ganz viele Ambitionen an WWO. Das ist ein Kostor. An WoW, Klassik. Ganz viele Ambitionen. Auch Ideen an hier und da. Aber schlussendlich, was draus ging, ist. Ja. Ja. Oh, fuck, ich wollte dich beklauen. Ach, mia culpa. Mia culpa. Ja. Ja. Schlussendlich, meine Ambitionen oder meine Vorstellungen, die ich hatte, waren eigentlich mehr groß für ja. Ganz einfach. Und das fand ich ein bisschen traurig. Das tut mir auch fehl. Also. Komm mal hin, komm mal her. Gut, haben wir den auch gemacht. Gehen wir mal bei den nächsten Hai. Den auch Hai. Lass mal Tschüss noch für Tee zu können, Herr. Manchmal um Ringen anzukommen und für den Erfolg belohnt zu werden. Ja, okay, sorry. Da sind schon nicht mal Team einer Meinung. Nee, es sind tolerant. Schiffrin darf sich Meinung holen. Also, an dem Fall stehen wir Schnetzeln. Die wissen ja, was schon gesagt tun, du mit, was der Buffet da war. Für ein paar Minuten, bei einer Stunde, also glaube ich. Mit Loot etc. pp. Einfach schalten einen PC dahinter. Ja, einfach in einen PC mal dahinter stellen und dann kann die dort Sache gehen. Bla bla palim palim, das weiß er ja. Und so weiter und so fort. Hatte ich ja gesagt. Also, du hast dann geschrieben, gell? Was du weißt, mein Name, gell? Gott, natürlich aus meinem Gott, mit dem großen G. Was du? Du hast den Style-Deeper. Gell? Selten so etwas Schwachsinniges gelesen. Ja, schön auch geschrieben, dass der Raggi ist eben eventuell für eine coole Zeit zu holen an Dingen und traurig fand, dass die Leute so lootgeierig sind, gell? Ja, selten so etwas gelesen. Dann hast du doch ein Thema angegangen, das ist schon so eine ganze Sache. Wenn du mein Thema angegangen wäre, hätte ich gesagt, ja, okay, da sind eine Reihe, nutzt irgendwie ein bisschen recht, aber das tut ihr mal nicht gemacht. Wie kommt schon auf? Hier.
Ahoi. Jetzt gucken, ob er einen Kusch hier schon vor und rum trillt. Das wollte ich nicht schmarrn. Nicht mal gucken, ob er irgendwo einen Kusch aus. Was hier schon Kusch? Nee, nee. Nee, hei auch nicht. Na, ich wollte keinen Kusch da. Kann schon rumkommen. Ja. Also, selten so was Schwachsinniges gelesen. Ja, von Schwanz, du schreibst ja, eben versuchen, deinen Charakter besser zu machen, man anders spielen, eventuell eine coole Zeit zu unternehmen. Du, ja, um Gottes Willen, ich gebe ihm vollkommen recht, dass das Schwachsinn ist, dass du versuchst, deinen Charakter besser zu machen. Ja, ich gebe ihm vollkommen recht, dass das Schwachsinn ist. Nicht. Scheiß ab. Ich muss raus. Da kann ich einfach Dinge benutzen. Ja, wenn ich betäubt sie, geht das nicht. Halt, ob ich zu betäuben. Oh, ey. Ich würde irgendwann mal da klatschen. Ah, ey. Ich kann, das ist, wenn du mit der Maus lebst, dann geschieht das dort dann. Ich muss auch mal mit der Maus loslaufen. Okay, und dann. Wenn ich komme. Scheiß drauf. Okay, das ist das. Wir sitzen jetzt mal hier hin und dann. Jetzt, mir ist einfach mal hier bis da. Gut. Also, sagen wir, seit. Selten so ein Schwachsinn gelesen. In einem MMO gehört es nun mal dazu, seinen Char geartechnisch weiterzubringen, um besser slash weiter voranzukommen und für den Erfolg Belohnung zu erhalten. Ja, du gibst mir recht. Aber ja, das ist auch nicht ein Goal, also. Sorry, das ist ein Goal an einem MMORPG. Komm, ich muss auslachen dafür. Sorry, nee, nee, das, nee, nee, nee. Nee. Jeffrey nutzt ja sein Recht auf seine eigene Meinung, aber du, nee. Du kannst dem nicht, ich kann dem nicht zustimmen. Sorry, das geht nicht Prinzipien. Ich schon eben ein anderer, Mentalität, was spielen und geht wie hin, und nicht nur den anderen wie ich. Und das akzeptiere ich mal einfach nur. Aber nee, sorry. Also, an dem Fall, Hand aufs Herz. Mein persönliches Menü, wie gesagt, ein bisschen tolerant, Schiffrin. Der froh ich in Dolch an Dreck kriegen, Schiffrin, der hat. Ich weiß mal Beweglichkeit. Holla! Geht das nicht mit am Leder? Ja. Schiffrin, der für hier und da. Fand ich auch gut. Aber in den so könnt und nicht selbst. Bisschen irgendwie Ansicht weist an etwas. Dann lebe ich dort tatsächlich die Mutter der Klüge gibt nach, ganz einfach, weil sind Dingen von nicht nur persönlich sein. Sing nicht Ansicht oder sing Point of View. Sorry, ich kann sie nicht teilen. Ich versuche mir irgendwie drauf anzukommen. Ah, cool, da muss doch immer ein Kost. Kann ich überhaupt darauf agieren? Was hin du so.
Das ist immens schwer, ohne Scheiß, das ist immens, immens schwer. Da irgendwie so, ja, okay, es versuchst so tatsächlich, um hier weiterzukommen, aber dann gar nicht mehr zu spielen, just weil du dann eben halben Equip kriegst an Hayando. Puh. Nee, sorry, das verstehe ich nicht. Da gehst du eben mir auf den Rand, da müssen wir auf deinen Time-Walk, sorry. Das verstehe ich dann nicht. Das sind einzig. Und das weiß dann ja schon, okay, du warst dann immer Loot, Geier. Und dann da, müssen das ja gut fanden, da sind eben die Dinge dann dahin ersetzt. So, man nur die NPCs. Das sind einfach die NPCs, sind ist also fertig. Und das ist natürlich total cool. Oder? Das ist ja cool, wenn es NPCs sind, so eine Krise einfach. Schloss kacken. Ah, Schloss kacken, das ist so einfach. Aber so weit, ich muss auch ein bisschen kacken. Nehmen wir gucken, dass wir aber irgendwie nach die Hitai. Guck mal, du hast noch Omega Sekanengchen. Guck mal, du. Ich hab dich so gern beklaut. Du Dirndl. Ah, gut. Ah, ne, die kann schon. Die kann direkt automatisch umhören. Okay, du hast ein unteres Kartenfragment. Na, tun wir auch mal mit an innen. Ja, wir brauchen wir jetzt noch Uhr für eine weitere Quest. Di 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 di. Bim 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 bim. Guck mal da. Ach, also etwas guck. Gesagt, sie kannst du die Menschen opfern, sobald ich dich hier gekillt habe. Und ausgeraubt. Was hältst du davon? Du gehst dann die Menschen ab. Also so schwer einfach mal zu sterben. Dann hier abzumachen. Okay, haben wir da auch noch abgemacht. Gut. Wir brauchen immer noch die komische Seebärenhütte. Ja, in einem MMO gehört ja auch der Grind. Ja, wurde eine Antwort wurde dann verschoben. Ja. Du hast ihn, den aus tatsächlich meiner Meinung. Das hat dazu gehört. Aber nicht zufrieden, denkt so. Das Leute, die denken so und andere Leute, die denken nicht so. Was an der Reihe? Ja, das ist an der Reihe. Wir sind keine NPCs alle gehen. Und übrigens ist er doch an der Reihe. Ich will noch die letzte Hit hier kriegen, ehrlich gesagt. Ich weiß noch, wo ich tatsächlich mein Ding hier weiter skillen kann, mein Schloss knacken. Ah, guck, schau mal da. Und du auch noch reden und dann noch zwei und dann hol ich sie. Gut, komm. Also, up on, up. Ja, an und plus, Hand aufs Herz. Wenn den Loot ein bisschen mehr rar gemacht wird, gell? Durch so Sachen, als der Loot auch ein bisschen mehr wert ist, schon ich nämlich gelesen. Das heißt dann, hat der Loot mehr Bedeutung, wenn du ihn kriegst. Und du wirst nicht direkt nur 5 Minuten aus. Weil doch Schwachsinn, das ehrlich gesagt.
Ganz einfach. Dass man tatsächlich schon vier kommen, dass ich innerhalb von zwei, sogar von einem Tag, schon Loot gewechselt tun, weil ich gut und andere gut schon etwas besser, dann geil, der Kaffee kommt schon sogar schon auf Vanilla fertig, innerhalb von einer Inni etwas und so, weil total cool, ein Knochen war und da noch etwas anderes unhat, weil das einer total knochiger und cooler, cooligerer war. Okay. Wir beklauen Hartfittich und dann hin. Und dann muss man hier Fittich killen. Gell. Wie gesagt, dass man so gut schon vier kommt, das ist am Astrat undead gewischt, am untoten Deal. Du hast für die komische Spider-Heinzel da. Und du hast den tatsächlich einen cool Box gedroppt. Gell, für mein Paladin. Nur mal den Bären gekillt, dort den Paladin-Box gedroppt und ich hatte ja noch schon ugedohnt. Tut mir wirklich leid gedohnt für den Pol, gell? Auch Paladin. Ja, tut mir wirklich leid gedohnt für den Pol, mir ist schon sehr noch gut und mich hat es tatsächlich eigentlich besser gemacht. Retrospektiv, ihn hat ein Tier 1 oder Tier 2 Box hatte gehabt, gell? Und mich wird das Ding besser gemacht. Ganz einfach. Und hier wollte ihr wahrscheinlich Schuss für den Style, whatever. Verstehe ich auch. Aber ja, Was berichtet über die Schiffspläne? Boah, cool. Gratis Quest. Cool. Nice. Gratis Quest. Man muss gucken, was du mit dem hast. Gratis Quest. Cool. Nice. Freue mir, freue mir. Dann gehen wir noch rüber. Gehen wir auf das nächste Schiff. Gucken wir auch da. Ein oder zwei Küste kriegen. Wir hatten so Küste gehabt für Lockpicking zu machen. Außer in der Räume. Können wir so durchgehen lassen. The next one. Oder the another one. Another one bites the dust. Bitte, 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 bitte. Ne, heißt nicht. Mach hier oben etwas. Also, der Gegner hat hier Schwimm zu bringen. Ah, hier, guck mal, du. Hier, mein Kuscht. Oh. Komm mal. Machen wir nicht. Und drehen schon mal kurz. Das schaffst du an Rekordionen. Und da geht das schon. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich den Kontaktgrill, dass ich mir Kontaktgrill gekauft hat. Wie gesagt, bei Fjärs ist ganz, 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 Moment, ist ganz lang. Schon ein bisschen lang hier. Für mich ist es noch nicht so lang hier. Tue ich mal richtig geil fett Champignon. Champignon geholt, einfach top gelöst, geil, ohne Fett, ohne Nägel, top. Dann der Saft ist automatisch an eine Form gelaufen. Den habe ich dann mit Soßebinder ein bisschen abgedeckt. Mit Brongersauce, weil es ja Champignon Fleisch geht, wir können das ja auch braun, gell? Tut ja keinen Wert dann, irgendwie etwas Weißes, eine Weißsauce zu holen. Und gell, und ich habe dann als Soße geholt, bisschen Salz drüber. Richtig geil. Weißt du, was das Problem ist? Das ist schon relativ selten gemäß. Okay, wird mein Kind da total so, wie kannst du nehmen? Auf wirklich, dass ich eine Woche tatsächlich einen Kaffee trinken. Die kennt das Problem wahrscheinlich. Ich muss das Problem hier nun großartig erklären. Gut. Du musst ihm das Problem hier nicht erklären, oder? Oder? Gut, komm mal hin. Zimmer so Ropai, die zwei. Ich gucke noch mal. Schon, der war schon seit 20 Minuten. Den Druck. Komm.
Komm. Also, ringt euch was bei Schlogist nach E. Ich weiß ja, dafür mich komme ich da ein bisschen nach hinten, weil nachdem ich die Quest aufgeschlossen habe, ein bisschen weitermachen für mein Lockpicking rumzukriegen, ein bisschen zu leveln. Weil, das ist ein relativ cooler Platz. Die Gegner sind ja nicht so hoch, nicht so niedrig, eigentlich optimal. Das Klau bringt auch noch etwas. Bringt auch noch ein bisschen Erfahrung an heuer und so. Was ist da an der Reihe? Ah, ich muss aber los. Und Hand auf Herz. Ich kann mir los schon vorstellen, wie mein Stuhlgang ausgesehen. Gut, kommen wir gleich noch. Ist beklaut. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Das geht so nicht ab, dafür brauchst du den Captain Hindukusch sein Schlüssel. Das ich kannst du auch kriegst. Ich kann erst beweisen, dass ein Captain Hindukusch sein Schlüssel braucht. Gut, dass ich schon bei dem Tod noch Stahl vom Dieb gemacht habe. Ich weiß nicht, ist das, den anderen an so Küsten von denen heute kriegt. Du kannst dem Captain ihm du kusch sein Schlüssel. Wie ist denn Captain. Captain Dingsbums? One wipe the dust. Jo, Schrunze. Schon die Sache, wo ich brauche. Also, gehen wir just auch schnell gucken, ob hier irgendwo ein Kusch ist, den wir snacken können. Und dann kann man sich los, jetzt halt verpissen. Hey, guck, halt genau da, wo der guckt, gehen wir auf. Hey. Ich weiß, das ein bisschen, ja. Aber warte. Nee. Nee. Aber klauen lohnt sich immer. Nur schon rot an, hat ihn. Nicht gesoff. Nope. Okay. Dann gehen wir noch raus. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Quests, wo wir können aufgehen. Das ist gut. Ja, das ist wirklich nice. Das lohnt sich mal. In Orange Quests. Dann ist die auf und dann da könnt ihr euch vorstellen, was ich machen gehen, oder? Oder nicht? Da kommt schon noch rum hinauf für die guck mal, ob ich flieh kein Kösch mehr abgetaucht wird. Ja, Matuk hat mir ein Quest erledigt, dass das erzählt. Und ein bisschen wie eine Stunde hier rundherum getrödelt. Schon gut, es geht für mich lang dauern. Keine Ahnung, wie weit. Weil vom Paladin immer hier spielen, okay, das andere ist. Ich verstehe. Ich verstehe. Also, ich verstehe, wenn es bis mir lang dauert. Von schon Paladin hier durchgehen und dahin müsste man eigentlich. Jo, und da kann ich heute noch ein bisschen Taschendiebstahl machen, für Kosten zu kriegen, für abzumachen. Gell? Obwohl, kann ich. Ich guck mal, ob ich die verkaufen kann, die Kost. Verkaufen wir den ganzen Schrott von meinem Hund. Wenn wir heute Taschendiebstahl, das bringt ja noch etwas. Geht das schon? Dort behalten wir mal noch, wenn wir das brauchen. Puh, die Reststrecke mal als verkaufen, Hand auf Herz. Aber ich weiß nicht, für ein Niveau bei so, da sind dann 36, 33, 33, 32,
Die 240 90 Grad. Ich weiß, für die Doten, Silber. Ja, dafür kriegt ihr besser mehr. Oh, die Doten muss man hier oben. Ja, Kartenfragmente hier und da, das ist also eine Reihe. Und ja. An schon ein paar Quests machen, das ist das, was wichtig ist. Und ich 15 Quests, wo ich da schon noch am Lock bin. Ne, 13! 13! Ich gehe noch 5 auf, wie kommt auf 15? Ja. Obwohl, ich hatte dort tatsächlich noch eine Quest, wo ich dann machen könnte, weil ich dort dann. Den komischen Heinzelheim muss da hindrohen, aber die Quest so zu machen. Die machen schlimmer, wenn ich mehr hier am Level sind. Übrigens, das bringt nur noch nichts. Boah, ey, die können ja schon nicht vier stellen. Ohne Scheiß. Genau das also. Was ich mich frage, wann ich noch fertig mit der Quest da sind. Ach, okay. Die dritte Quest ist auch noch da am Mac, wo wir ja die Drüsen da gesammelt haben. Da kriegt ich auch noch eine Quest für ihn hinein zu begleiten. Das ist auch so ein Krampf. Also. Jo, Feuerwacht. Dort geht mehr Gold für das. Okay, wenn das was mehr Gold geht. Das ist relativ cool für den Anfang, sieht auch total hässlich aus. Also, ja. Warum trägst du eine Maske? Hm? Der Schiffsplan. Das ist immer so Kirschkuchen. Dann haben wir dann hier noch ihn. Eine Lieferung. Da kriegen wir dann Stoff an der Toten. Annehmen. Okay. Nach Booty Bay. Schalalalalalei. Das ist der Toten, das ist die Questgegenstand. Zum Glück gesagt, ihr noch was. Wo aus? Südsee. Quest beenden. Yay. Gut, Angelo, das ist eigentlich egal, wo schreibt ihr bezahlen an. Ich gebe so und das wäre dann. Dann gebe ich euch dann noch ein Verlosen und dann, also. Tschüssikowski, auch von mir. So, wunderschönen, have a nice day. Tschüss!